Requiem. Auf dem Tische zwei Männer und Weiber kreuzweis, nah, nackt und dennoch ohne Qual. Den Schädel auf, die Brust in zwei, die Leiber gebären nun ihr allerletztes Mal. Jeder drei Näpfe voll, von Hirn bis Hoden, und Gottes Tempel und Teufels Stall, nun Brust an Brust auf eines Kübels Boden, begrinsen Golgatha und Sündenfall. Der Rest in Särge, lauter Neugeburten, Mannsbeine, Kinderbrust und Haar vom Weib, ich sah von Zweien, die dereinst sich hurten, lag es da wie aus einem Mutterleib. Requiem, Morg 5. Es ist das letzte und einzige konventionell in Strophen- und Reimform geschriebene Gedicht aus dem berühmt-berüchtigten Zyklus Morg, in dem Gottfried Benn mit Betrachtungen über die Leichensektion einen beispiellosen Hass auf die Schöpfung ausdrückt. Er bezeichnete selbst diesen Zyklus einmal als Rache. Auf dem Tische zwei Männer und Weiber kreuzweis. Etwas unübersichtlich. Je zwei, also vier Personen? Oder wählt er den Plural Reim und Rhythmus zuliebe? Und es sind doch nur zwei. Nah, nackt und dennoch ohne Qual. Nun, sie sind tot und deshalb ohne Qual. Wozu dann das dennoch? Weil sie nackt und einander nah sind. Lebende würden es als Qual empfinden, wenn sie dem Begehren, das daraus entsteht, nicht nachgeben können. Den Schädel auf, die Brust entzwei. Wir sind auf einer Pathologie. Die Leichen werden seziert. Die Leiber gebären nun ihr allerletztes Mal. Die toten Leiber. Was können tote Leiber denn gebären? Jeder drei Näpfe voll, von Hirn bis Hoden. Die Innereien aller Art werden entnommen, also geboren. Und Gottes Tempel, nämlich das Gehirn, und Teufels Stall, der Hoden, nun Brust an Brust auf eines Kübels Boden, begrinsen Golgatha und Sündenfall. Die großen Geschichten des Christentums, die Kreuzigung Christi auf Golgatha, sowie der Sündenfall im Paradies, wenn Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis essen, werden von der Banalität der toten Organe, die man einfach so in einem Kübel zusammenwerfen kann, begrinst. Diese erhabenen Geschichten wirken demgegenüber also geradezu lächerlich. Der Rest in Särge, lauter Neugeburten. Die ausgenommenen Toten bzw. was von ihnen übrig ist, also in Särge. Da sie ja nackt sind, siehe erste Strophe, werden sie mit Neugeburten verglichen. Mannsbeine, Kinderbrust und Haar vom Weib. Eben alles, was sonst schamvoll voneinander getrennt bliebe, wird wahllos zusammengeworfen. Ich sah von Zweien, die dereinst sich hurten, also Zweien, die Unzucht miteinander trieben, lag es da wie aus einem Mutterleib. Sie lagen da wie gerade geborene Zwillinge. Wir müssen dem Sprecher nicht wortwörtlich glauben, dass er von der sexuellen Beziehung von Zweien, die er auf dem Seziertisch vor sich hat, weiß. Es geht ihm vor allem darum, in aller Konsequenz den ernüchternden Blick auf menschliche Sexualität beim Anblick und den medizinischen Umgang mit nackten, toten Körpern darzustellen.